Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist Musikgesellschaft von Lis und spielen tun sie heute aus einem ganz speziellen Anlass. Die Arni AG Biskuitfabrik von Coop feiert nämlich heute das 100-jährige Jubiläum. So lange ist es schon her, seit Johann Arni in seiner Confiserie mit den bescheidensten Mitteln die ersten Süßigkeiten hergestellt hat. Und ein Biskuit aus der Gründerzeit wird sogar heute noch erfolgreich unter dem Namen Tea Time verkauft. Mit der Romantik ist es aber endgültig vorbei und die Arni AG hat sich im Seeland zu einer bedeutenden Arbeitsgeberin für verschiedenste Berufsgruppen entwickelt. Für die 130 Lebensmitteltechnologen, Bäcker, Laboranten, Mechaniker, Maschinenführerinnen, Packerinnen und Kaufleute ist allerdings wie früher nur das Beste gut genug. Aus frischen, erstklassigen Zutaten werden nach neuesten hygienischen Herstellungsmethoden und auf modernen Anlagen die knusprigen, luftigen oder knackigen Arni-Spezialitäten hergestellt. Ständige Kontrollen im Labor und während der Produktion sind für Qualitätssicherung eine Selbstverständlichkeit. Und weil Abwechslung das Leben bekanntlich versüßt, verlöhnt immer wieder neue Kreationen, wie zum Beispiel das Arni Meerkornbiskuit Versuchsbäckerei. Eine neue Kreation entsteht jeden Tag auch im Atelier vom bekannten Bildhauer Toni Pfister, der zurzeit aus einem mächtigen Jura-Kalkquader den Arni-Jubiläumsbrunnen schlägt. Im Zentrum von Lis soll der Brunnen als Dank an die Lieser und zur Erinnerung an das Arni-Jubiläum seinen endgültigen Standort bekommen. Und so wie das aussieht, hebt der Brunnen sicher gerade noch mal mindestens 100 Jahre. Ja, nicht wie meine Arni-Biskuit. Hier sind nämlich immer gerade weg. Tiefkühlte Forelle sind sehr praktisch. Man kann sie nämlich als Vorrat haben und nach Bedarf etwas sehr Gutes damit machen. An einer Kräutersauce zum Beispiel geht es so. Die angetauten Forellen salzen und pfeffern. Und dann mit ein bisschen Mehl bestäuben und im heissen Anken auf beiden Seiten braten. Bis zum Servieren warmstellen. Für die Soße habe ich eine Sud gemacht mit Weisswein, Wasser, Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Pfefferkörner. Ich habe diese Sud auf die Hälfte einkochen und gießen durch ein Sieb in ein Gleitpfännchen. Jetzt kommt saurer Halbrahm dran. Und dann frische Grütli fein gehackt, wie zum Beispiel Peterli, Thymian und Kerbel. Die Soße kurz aufkochen, noch einmal abschmecken und dann separat zu den Forellen servieren. Gefällt Ihnen das Rezept? Dann schlagen Sie diese Woche die Coop-Zeitung auf. Dort steht es drin. Einen guten. Noch viel anderes steht in der Coop-Zeitung, zum Beispiel interessante Aktionsangebote. Einen Teil davon zeigen wir Ihnen gerade anschliessend. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Tauben Tomisenf mild statt 3,30 nur 2,50. Eine Flasche Rivella Rot oder Rivella Blau statt 1,35 nur 1 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Coop-Butterzopf 400 Gramm statt 2,90 nur 2,30. Und 650 Gramm statt 4,30 nur 3,40. Bananen, Kilo nur 2 Franken. Zum Schluss noch eine Neuheit, die es in sich hat. Bei Coop gibt es jetzt nämlich Hot Max, die Wienerli mit dem pikanten Inhalt. Der Kern der Wurst enthält Senf oder für die, die es lieber haben, Ketchup. Ist doch eine gute Idee, die neuen Hot Max. Und erst noch eine saubere Sache, auch für die Kleinen. Auf Wiedersehen.